Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 mit dem neuen Live-Commentary und heute möchte ich ein Thema ansprechen, was sehr wichtig ist, und zwar das Thema YouTube und für was es heutzutage alles genutzt wird. Keiner von uns war nicht schon mal auf YouTube. Jeder war schon mal auf der Internetseite, auf dieser Videoplattform. Das ist eine riesige Videoplattform mit unglaublicher Fülle, wirklich unglaublicher Fülle. Und ob jetzt Musikvideos angeschaut werden, Dokumentationen über irgendwelche Dinge oder vielleicht einfach nur Cartoonserien wie zum Beispiel die Simpsons, Family Guy, Two and a Half Men, Charlie Sheen, alles Mögliche. YouTube ist eine so große Plattform, dass eigentlich das Fernsehen, wie es ist, eigentlich überflüssig macht, weil man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Warum braucht man es nicht mehr? Ja, ist ja eigentlich logisch, oder? Wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, dann zappe ich ja immer im Fernseher durch und durch und durch. Nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Waffen. Mich interessiert das Thema Waffen, wo gucke ich am besten hin? Na klar, NTV oder N24. Auf diesen Kanälen laufen natürlich sehr oft Dokumentation und Discovery Channel. Aber da kommt natürlich nicht immer das Thema, was ich haben will. Und aus dem Grund einfach, klicke ich auf YouTube, mach Ding an, gib das gesuchte Ding ein, noch Doku hinten dran und fertig. Easy, easy, easy. Und man kann das ganze Ding noch bewerten. Und man ist natürlich ein Teil der Dokumentation, weil der Videomacher natürlich mit einem kommunizieren kann, was natürlich auch schön ist. Und ja, ist einfach eine Kurtose an die Sachen. Ich war schon auf vielen Videoplattformen, wie zum Beispiel Clipfish oder MyVideo. Aber Clipfish, das ist wirklich, kannst du in die Mülltonne kloppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Clipfish ist einfach nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss YouTube Games kommen mal zugeben. MyVideo ist nicht schlecht, aber auch nicht cool. Und ja, für mich gibt es nur eine Videoplattform und das ist YouTube. Ich denke mal, ihr könnt das natürlich auch bestreiten, weil das einfach ein sehr gutes Design ist. Man findet alles schnell, jeder lädt was hoch, alles da, was man braucht. Jo, auch dieses Video, das wäre niemals auf mein Video oder das wäre niemals auf Clipfish, sonst müsste ich mir ja Clipfish Gamescom nennen oder MyVideo Gamescom. Ich habe mich für YouTube entschieden, weil es eine gute Plattform ist. So, also Leute, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Video mit einem neuen Commentary oder mit einem neuen Thema. Haut rein, ich bin's, der YouTube Gamescom. Und das war mein Commentary über YouTube auf Deutsch. 100% Dankert. Schießt noch ein bisschen an der Kimbo rum. Schöner Waffensound, oder? Ja, das gefällt mir auch. Tot bin ich, ciao.